Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Thermos Simulator 21, der Dennis spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir haben heute ein paar, beziehungsweise ich möchte heute eine kleine Mission hier beenden, beziehungsweise einen Punkt von der Mission, mit der wir ja im Moment, im letzten Mal stehen geblieben sind, und zwar Inseltourismus. Das haben wir ja in der letzten Folge noch abgeschlossen, heute möchte ich das hier machen. Ich habe dementsprechend auch schon hier eine Route vorbereitet, die uns erlaubt, die irgendwann dann auch die... wo sind wir denn überhaupt? Die uns dann auch erlaubt, hier die Route aus, beziehungsweise der Stadtteil auszubauen auf Level 3. Denn verbessere die Stufe des Stadtteils Gold Island auf 3. Das müssen wir nämlich als nächstes erledigen und das habe ich vor. Die Türen sind geschlossen, dann können wir abfahren. Achso, sollten alle Türen schließen, genau. Dann können wir auch abfahren. So, los geht's. Hä? Wo waren deine Fußgänger? Ich habe keinen gesehen. Na egal. War keine Absicht. Fahren wir so ein bisschen in Gold Island rum. Meine Güte. Was bremst du denn, du Vollhonk? Fahr doch! Meine Güte. Ich weiß gar nicht, warum der da stehen geblieben ist, ja? So. Weil wir müssen hier nämlich die Haltestellen aufbauen, damit wir die Stufe des Stadtteils erhöhen können. Meine Geraden, hier sieht dieses Jahr abgespaced aus. Ich weiß nicht, was abgespaced bedeutet, aber mein Enkel sagt das immer. Naja, abgespaced habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört, aber ja, okay. Lassen wir das einfach mal so stehen. Jetzt guck nicht so lauf zu. Wir haben noch mehr zu tun heute. Hä, wieso? Wollt ihr mich verarschen? Ich stehe doch gerade auf der Bushaltestelle. Jetzt blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Sorry. Ich blicke nicht mehr durch. Ich stehe gerade an der Bushaltestelle. Wieso bin ich an einer vorbeigefahren? Ich blick gerade nicht mehr durch. Sorry, bin gerade ein bisschen überfordert hier.
bin gerade ein bisschen überfordert hier. Ach Mann, ey. Und hängen. Ja, ist klar, ey. Meine Geradie sieht dieses Jahr abgespaced aus. Ich weiß nicht, was abgespaced bedeutet, aber mein Enkel sagt das immer. Scheiße, ich muss da rein. Ah ja. Ach, leck mich doch, ey! So, dann fahren wir die Route nochmal von vorne. Bei ihm hat es gerade überhaupt nicht hingehauen. Irgendwas lief hier total schief gerade. Rechts. So. Wären wir. So, das, die können wir auch ausbauen, das machen wir. Zack. Hätte dieser Bus nach Nimnitz und Zert? Nein. Alle ein ausgestiegen? Ja, dann können wir loslegen. Perfekt, jetzt scheint es dann doch zu laufen. Gerade auch ein paar Probleme gerade mit irgendwie mit der Performance hier. Irgendwie hat das gerade auch ziemlich gehangen, das Spiel, aber das scheine ich jetzt im Griff bekommen zu haben. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall links rum. Anders geht's ja gar nicht. Ja, nun fahr doch zu! Sonntagsfahrer! Alter Schwede, ey! Warum bremst ihr da? Da kommt doch überhaupt keiner. Mann, 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 Mann. Morgen, Kollege.
Ne, jeder nicht. Hier. Auch die können wir ausbauen. Machen wir das. Zack. So. Nächster Halt. West Coast. Kannst gleich aussteigen und hier noch weiter so. Jawohl. Lack am Eiern wandern, ey. Fängt ihr da an zu. Ey, ja. So, West Cove auf jeden Fall. Weil indem wir die Haltestellen ausbauen, kann man natürlich dann irgendwann auch den Stadtteil hier eine Stufe höher bringen. Wären wir. Auch die kann ausgebaut werden. Sehr, sehr schön. Zack. Maulein. War ja schon weiter. Genau. Wie gesagt, wir fahren hier so eine kleine Schleife in Gold Island, um halt die Haltestellen ein wenig auszubauen. Geht ziemlich gut. So, jetzt scheint es auch zu funktionieren. Jetzt habe ich es auch drin, die Route. Sorry für den holprigen Beginn. Irgendwie war ich da nicht ganz, naja. Island M. Endstation. Bitte alle aussteigen. Na komm. Ja, ich habe nicht gehupt. Das sind die anderen. Auch die können wir ausbauen. Sehr schön. Tschüss. So.
Level 2, gut, Island ist auf Level 2, das haben wir schon mal geschafft. Sehr, sehr nice. Dann fahren wir noch ein paar Runden, damit wir die auf Stufe 3 bekommen und dann diesen Punkt der Mission auch schon erledigt haben. Würde ich sagen, das funktioniert ja super jetzt. Jetzt habe ich es endlich drin. Wie gesagt, es war am Anfang ein bisschen holprig. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber wir sind natürlich alles nur Menschen. So. Fahren wir wieder links. Genau, jetzt haben wir nämlich die Schleife wieder. Na komm, gib doch ein bisschen Gas da. Ich auch noch rüberkommen. So, ist hier rechts rum. Wären wir. Auch die kann ausgebaut werden. Nachgucken, vielleicht finde ich es ja. Nee, danke, also hier. Dass ihr da mal losfahrt, ey, da haben wir Weihnachten. Das ist wirklich nicht mehr weit. So, und Silo ist noch ein Stück. Ich habe jetzt im Übrigen mal die Schlaglochstrafen rausgenommen, also weil mir das geht mir ziemlich auf den Zeiger. Also dass man da für jedes Schlagloch irgendwie eine Strafe kriegt, das habe ich jetzt mal rausgenommen. Wie gesagt, das kann man in den Einstellungen alles individuell einstellen, ob man das haben will oder nicht. Und ich habe es jetzt für meinen Teil rausgenommen, weil wie gesagt, das geht mir ziemlich auf den Zünder, um das mal gelinde auszudrücken. So. Ach, komm, lauf mal ein Stück schneller hier. Ich will jetzt nicht hier die ganze Bagage. Nee, das gibt's nicht. Ah, Leute. Gibt da auch noch jede Menge. Ich drehe ab. Das kann doch nicht wahr sein. Wie gesagt, das ist der KI, der da ruft. Ja, nur mal, um euch das mal zu sagen, ich bin's nicht. Das ist tatsächlich der KI. Und Silo. Oh. Ei, ei, ei. Das wäre beinahe schief gegangen. Zahltag, den nehmen wir natürlich mit. Aber wir können uns auch bald eine Tram leisten. Seht mal, wir haben schon 641.000. 1, noch was Millionen brauchen wir. Ich glaube 1,7. Können wir uns endlich die Tram leisten. So, wir bauen die Haltestelle aus hier. So, machen wir weiter. So, links herum.
Oh, das freut mich aber. Das ist wirklich meine Neuigkeit. So. Ich denke mal, wenn wir die Runde dann gleich gefahren haben, dass wir dann Good Island auf Level 3 gemacht haben, dass wir dann diesen Punkt praktisch der Mission auch beendet haben. Leute. Den habe ich aber gut umkurvt, oder? Habt ihr das gesehen? Alter Schwede, ey. So. Ach, der möchte mal eine Karte. Fahrkarte, Wahnsinn. Eine normale Fahrkarte, Tageskarte, 3 Stück. 1,40 Euro hätte der gerne zurück. Aber natürlich. So. Einer mehr. Ja! Alter, ich bin ein Bus. Warum stehe ich hier wohl? Nicht zum Spaß, oder? Idioten alle, ey. Ein Bus hat das Recht anzuhalten an der Bushaltestelle. Das ist das Prinzip des Busfahrens. Voll on, gell. So. Island Inn. Ich glaube, das ist die Endstation. Ich bin nicht ganz täusche. Links. Na, seht mal, da fahren wir einen Kollegen hinterher. Ist auch sehr schön. Ja, ich fahre geradeaus, Kollege. Warum kommt denn hier immer so viel? Endstation. Bitte alle aussteigen. Warum kommt denn hier immer so viel Fußgänger? Also die Zebrastreifen, ich verstehe es nicht. Du hast sie doch auch nicht alle, Alter. Ist das ein Zebrastreifen? Schon mal davon gehört? Ja, hier fahre ich auf der Spur. Nix da. So. Die bauen wir auch aus. Dann fahren wir weiter. Ich jetzt nicht daran gedacht. Hat er aber, glaube ich, vorher gar nicht angezeigt. Kann das sein, dass sich dann schlafender Fahrgast im Bus befindet? Ich weiß es nicht. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gesehen. Aber egal. Ist das jetzt halt so? Da hat die alte Stelle verpasst. Kann ich ihm auch nicht helfen. So.
machen wir auch aus. Wunderbar! Damit haben wir den Punkt auch erfüllt. Fährt dieser Bus? Nein. Verbinde die Stadtteile Gold Island und West Oakwood mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Das ist jetzt das nächste, was wir zu tun haben. Das heißt, wir steigen hier aus. Und dann kann jemand anders weiterfahren. Die Route. Wir müssen jetzt hier unsere Routen hier verbinden. So, verbinde die Stadtteile Gold Island und West Oakwood mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Gut, dann machen wir eine neue Route. West Oakwood ist da oben. Ach du heiliger Vater, Gold Island ist da unten. Eieieiei. Okay, dann würde ich sagen. Das ist doch Gold Island, ne? Tourist Center. Dann fahren wir hier rum. Nehmen das mit. Fahren hier weiter. Nehmen die Haltestelle mit. Fahren hier weiter. Nehmen die Reiten nicht. Die. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist bis oben. Ja, das wäre auch gut. So. So, haben wir sie jetzt? Nein. Nein, ich möchte einen Edgar-Bus fahren. Kraftstoff. So, das ist nämlich unser Edgar-Bus. So, ist die Route nämlich jetzt ausgeglichen oder nicht? Weiß ich jetzt. Wo kann man das jetzt sehen, ob die ausgeglichen ist? Ja. Fahren wir sie einfach mal, würde ich sagen. Fahren wir sie einfach mal. So, die bauen wir auf jeden Fall noch aus. Nur hin, bitte. So. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Einmal. Danke. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Normale Fahrkarte, einfache. Einmal. Oh, danke fürs Aufwecken. Danke, bitte. Tut mir leid, die Straßenbahn ist so leise. Das macht mich nervös. Mach dich gleich nervös, kannst gleich aussteigen.
Nature Middle School. Rausfahren. Gleich da, in der Major Middle School. Ist die Major Middle School? Tag. Sehr schön. So, ich nehme eine Fahrkarte, Seniorenticket, einfache Fahrkarte einmal. Jetty Drive. Gibt es gleich unmittelbar schon. Kinderschülerfahrkarte. Hallo. Da gerade die Straße überquert. Danke. So. Fuck! Warum hat er denn nicht gebremst? Mann! Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Hey.
das mit der Kasse. Es geht mir ziemlich auf die Nüsse. Wie geht das jetzt nochmal? Wie ging das denn jetzt nochmal, verdammt? Was für das auszusteigen? Hier glaube ich hier. Fahrkartenverkauf. Hier aktiviert. Ne, aktiviert aber kontaktlos. So. Kannst gleich aussteigen. Jetzt irgendwie falsch hier oder was? Ich bin wirklich froh, dass ich hier nicht allein unterwegs bin. Gib doch mal ein bisschen. Verdammte Hacke, ey. Wo ist denn jetzt die scheiß Haltestelle? Rechts. War ein bisschen zu schnell. Hier noch nicht, oder? Hä, wo muss ich denn lang? Alter! Thank you.
Ja, irgendwie wirklich gerade nicht mehr durch. Sorry. Toll. Das war knapp, ey. Steht der da rum? Na komm, Kollege. Komm schon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den Punkt nicht wirklich gemacht haben. Ach, das ist echt zum Mäusekotzen. Ausgeglichene Route. Hier ist West Oakwood. Hier oben. Das ist West Oakwood. Also, das. Okay, dann lass mal so. Sieht jetzt ausgeglichen oder nicht?
Diese Route ist ausbalanciert, sie wird mit... Ja, das ist doch richtig. Genau so wollte ich es doch haben. Das ist genau das, was ich haben wollte. Ja. Erstelle eine perfekt ausgeglichene Route mit mindestens 10. Ja. Nein. Ich möchte, das haben wir auch erledigt, den Punkt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, jetzt müssen wir nämlich eine Route planen mit Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend am Erdgasbus. Ja. Jetzt haben wir noch was erledigt. Genau. Jetzt haben wir nämlich nur noch zu erledigen, fahre eine Route mit Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend mit einem Erdgasbus. Was haben wir denn jetzt an Uhrzeit? 8.26 Uhr? Ja, dann fahren wir die doch einfach mal. Hier nochmal offen. Noch jemand einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen. Nein. Nächster Halt, East 3rd Street. Egal, ich kann es jetzt noch nicht ändern. Müssen wir jetzt lang geradeaus, glaube ich, hoffe ich. Überfordert. Ah! Den habe ich nicht gesehen. Ich habe auf die Karte geguckt. Ups, sorry. Habt ihr was gesehen? Ich nicht. Ich nicht. Scheint ein Teenager gewesen zu sein, so von der Stimme her, klang wie, als ob er im Stimmbruch war. So, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir sollen die jetzt, die Route, die wir jetzt gerade fahren, einmal im, am Morgen fahren, die gleiche Route, die wir jetzt fahren, dann halt nochmal am Abend. Ah, und dann haben wir den Punkt auch erledigt. Mein Gott, wo läuft denn da jemand? Siehst du gar nicht. Da bin ich doch. Fahr doch. Schmeckt auch gut. Dankeschön. Hey, Zahltag.
Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich. Sehen wir in Zeitarabba. Geil. 50.000. So. Achso. Seniorenticket. Danke fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach zu bequem. So, das haben wir auch erledigt. So, geradeaus, ja. Nächster Halt, Isson Avenue. So, die sollen wir jetzt einmal bis zur Endstation fahren. Da müssen wir einen Zeitsprung machen auf abends. Dann müssen wir die Route halt nochmal fahren. Dann haben wir den Punkt eigentlich auch erledigt, so verstehe ich das. Dann haben wir die Mission nämlich auch erledigt. So, das ist die Bissell Avenue. Oder? Nee. Kommt noch. Mein Boot am Strand wurde in zwei Hälften gesehen. Der Schaden war groß, aber ich konnte es mit unserem Team verhindern. Ja, auch nicht. Hä, wo ist die denn? Schon. Meine Enkel haben mir erzählt, dass die Universität ist. Chinatown West, nein. Hallo. Ich brauche technischen Support bei. Oh. Eins. Weitere Optionen. Zwei. Zwei. Ja, der mit Automat. Nächster Halt. West Oakwood High Street. Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben dich verwählt. So. Auch nicht. Das ist Bissell Avenue, ich bin hier. West Oakwood High Street. So. Geh nochmal weg da!
Irgendwie blicke ich hier gerade nicht durch. Ist doch die West Oakwood High. Die Straße wird jeden Tag manchmal ein bisschen komisch mit den Haltestellen. Obwohl ich die gar nicht so kompliziert gesetzt habe, ich verstehe es nicht. Chinatown West. Chinatown West. Mein Gott, sag mal, warum fährst du rückwärts zum Bullshit? Lauf zu. Nächster Halt. Chinatown South. Ja, kann er ja gleich. Station Regatta und Jelly, oder wie das auch immer noch heißt. Jetzt haben wir so einen blöden LKW vor uns.
Tschüss. Tschüss. Wer pennt denn hier? Ah. Das war knapp. Das war verflucht knapp. So. So. So, die Route hier am Morgen, die fahren wir noch zu Ende. Die Nacht, die Abendroute fahren wir dann in einem anderen Video, würde ich sagen. So, ich glaube, da Old Silo ist die letzte Station. Manchmal bremst er aber auch nicht. Ganz, ganz komisch. Manchmal bremst er nicht. Ist einfach so. So, wir brauchen ja dann am Abend praktisch die Route nur zurückfahren. Dann haben wir ja auch eine Route am Abend gefahren. Machen wir dann in einem anderen Video. Nach 30 Staffeln Winter of Passion dachte ich, ich gucke nie wieder eine TV. Dann hat er meine Enkel Spring of Affection. Und ich kann die nächste Folge kaum erwarten.
Patak. So, weiter geht's. Nächste Station, Old Silo. Nächster Halt, Old Silo. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Old Silo, Endstation. Ah. Bitte alle aussteigen. Die Endstation erreicht. Sehr schön. So, das haben wir. So, die Route fahren wir dann wieder zurück in einem der nächsten Videos. Ich würde sagen, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt sauber, habt noch ein schönes Wochenende. Habt einen schönen Samstag, macht's gut. Heute Abend kommt vielleicht das nur so am Rande. Vielleicht habt ihr ja darauf auch Bock. Wenn ja, würde es mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr darüber quatscht. Wie gesagt, die Route zurück fahren wir in einem der nächsten Videos. Wir können das ja jetzt noch eben machen mit dem Zeitsprung, dass ich das nächste Mal nicht vergesse. Wie ging das noch genau? Zeitwetter ändern? Genau. Mein Gott. 21 Uhr, genau. Hier anwenden. Zeitpunkt abgeschlossen. Müssen wir nämlich wieder einsteigen. Genau, jetzt müssen wir praktisch das Ganze zurück bei Nacht fahren. Das müsste das jetzt funktionieren. Müssen wir jetzt praktisch zurückfahren und dann wieder bis zur Endstation. Und dann haben wir das. Das kann doch nicht sein. Hey.
So. Schön hier rein. Das können wir machen. Ja. Danke fürs Aufwecken. Oh, scheiße, doch nicht. Sorry. Ja, wie gesagt, wie es in diesem Video-Szenario dann weitergeht, ob wir die Route auch am Abend schaffen, werdet ihr dann in einem der nächsten Videos sehen. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Euer der Dinge spielt das. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.